Hallo zusammen! Ostern ist noch nicht ganz rum, es ist Montagabend, wir haben den 5. April und es ist 17.35 Uhr. Die deutsche Börse ist zu, Amerika handelt ein bisschen rum. Angeblich ist der DAX irgendwo über 15.300. Ob man das so ernst nehmen kann, das weiß ich nicht, aber hier geht es auch nicht um den DAX, hier geht es um die Adidas. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypo Vereinsbank One Markets und vor euch liegt der Chart seit 2016, seit dem 11. Februar 2016. Adidas, das vorab, ist in meinen Augen eine der schwierigsten Aktien im DAX. Das ist gleiche Kategorie wie Bata oder Conti. Die können über Nacht Bewegungen machen, das ist atemberaubend, sowohl nach oben als auch nach unten. Bei Adidas kommt erschwerend hinzu, dass sie auch gerne mal über den großen Teich schaut und sich da an Nike orientiert. Der Chart von Nike auf dem letzten halben Jahr ist ähnlich dem von Adidas. Ich habe mir also auch lange überlegt, ich habe Adidas, glaube ich, das letzte Mal analysiert, vor 4 oder 5 Jahren. Ich handle sie selbst nicht so gerne, aber da ist jetzt eine Geschichte, die kann durchaus interessant sein. Ich habe es mir lange überlegt, mache ich es oder nicht, aber stell dich deinem Feind, so muss man es wirklich sagen. Es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Die hat jetzt eine Geschichte gemacht, da gehe ich gleich drauf ein, die finde ich ganz interessant. Also das ist jetzt der 5-Jahres-Chart, da waren die Freunde um die 80 rum. Aber verglichen mit vielen anderen Werten hat Adidas in dieser Corona-Bässe, die wir da hatten im Januar, im Februar und März letzten Jahres, die haben sich glatt halbiert. Das ist Adidas. Und haben dann dadurch die gesamte Aufwärtsbewegung, die sie hatten hier seit 2017, einfach mal wieder abgegeben. 4 Wochen und weg war sie. Das ist Adidas. Ja. Aber die können dann auch hier solche Bewegungen machen. Da ging es von 80 hoch bis auf 160 innerhalb von 2 Monaten. Da haben die auch kein Problem mit. Jetzt gehe ich mal näher ran, um das zu zeigen, was ich meine, da gesehen zu haben. Mir geht es bei Adidas um diesen Bereich hier. Ich habe den jetzt mal schwarz schraffiert. Das ist der Bereich von 253,80. Das ist dieses Low hier, wurde hier hinten auch ein paar Mal bestätigt, bis hoch bis zu 260. Das ist in meinen Augen schon ein sehr sinnvoller Unterstützungsbereich. Und jetzt haben wir eins gemacht. Ich mache mal den Chart noch ein bisschen größer. Wir sind erneut, nachdem wir wieder eine sensationelle Kerze gemacht haben, hier bei 307, sind wir innerhalb kurzer Zeit genau wieder auf die 260 eingetaucht. Aufgesetzt. Genau wie hier, Doppelboden, einmal, zweimal. Trotzdem gilt auch weiterhin dieser ganze Bereich bis runter bis zur, ich runde leicht, 254 als Unterstützungsniveau. Bei Adidas muss man deswegen aufpassen, ich habe es gerade eben schon erwähnt, weil die gerne mal solche Kerzen hier zaubern. Das war jetzt hier am 9.11., da war das Low 282 und das Hoch 306. Ja, solche Dinger, um dann am nächsten Tag wieder alles abzugeben. Wir haben ja auch so einen Freund. Das war das Low 281 und das Hoch auch 307. Genau, fast genau das Gleiche, nur weil es der Tiefskurs bzw. der Schlusskurs tiefer war. Da muss man halt sehr, sehr aufpassen. Wir handeln momentan um die 200-Tage-Linie herum. Und, oder vielmehr sind sogar am Donnerstag direkt dran gewesen. Die 260 hat erneut gehalten. Von der technischen Ausrichtung her muss ich sagen, dass der Trendfolger jetzt hier positiv wird bei mir. Das MACD ist definitiv positiv und genauso auf sehr tiefem Niveau ein Kaufsignal über den Oszillator. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Jetzt bin ich normalerweise sehr mutig. Ich gehe auch gern mit höheren Hebeln ran. Aber ich muss sagen, also höhere Hebel, das wäre jetzt hier so im Bereich 257, da eine Basis zu suchen. Das ist mir vor dem Hintergrund von solchen Kerzen bei Adidas, das ist mir echt zu heiß. Ich muss hier drunter gehen. Und da reicht mir auch nicht eine 254, da möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Ich rechne eigentlich damit, dass der Wert diesen Doppelboden hier nutzt, um nochmal in den Bereich 280 einzutauchen, 290 vielleicht zu nehmen. Ob sie diesmal das Hoch rausnehmen, das weiß ich nicht. Aber im Moment hat sie mehr Chance als Risiko, so möchte ich es mal formulieren. Kurzfristig zumindest. Ich habe mir für diejenigen Leute, die glauben, dass der Markt, sprich, dass die Adidas eher steigen sollten, diesen Schein hier rausgesucht. Das ist eine Basis 200, ich runde leicht 46, ganz genau, es ist 245,82. Das ist ein Open-End-Schein
mit einem Hebel im Moment von 10. Ich traue mich da nicht ran, da sind wir hier. Dieser Schein hat die Kennnummer HR0WA3, Heinrich Richard 0, Waltraud Anton 3. Für einen Put, da kann ich mir die Basis relativ leicht suchen. Die Put-Basis, die ist hinter diesem Doppeltop hier bei 307. Da möchte ich aber auch ein bisschen weiter weggehen, eher im Bereich 315. Dann muss ich den Hebel ein bisschen weiter runternehmen. Ich kann hier an dem kleinen Schieber etwas nach links schieben. Und das reicht mir auch noch nicht mit der 311, die ich da sehe. Sowas hier, 318er. Das ist im Moment ein 6er Hebel. Das ist, um es mal genannt zu haben, die Kennnummer HZ45SJ. Heinrich Zeppelin 45 Siegfried J. J, Jupiter. Der ist weit weg. Den kann man gerne auf die Watchlist packen, aber momentan, wie gesagt, sehe ich da eher eine Chance als ein Risiko. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die, wenn der Gesamtmarkt mitspielt, eher hier in diesem Bereich um die 290 nochmal sehen. Ich mag diese Konstellation hier unten, ein gleichzeitiges Ansteigen vom MACD zusammen mit dem Oszillator, das gefällt mir recht gut. Wir haben uns deutlicher vom unteren Bollinger Band getrennt, gefällt mir auch gut. Und von der technischen Seite her glaube ich, sie nutzt diesen Doppelboden hier. Schwierig wird es unter 254. Da muss man sich stoppen, deswegen habe ich einen genommen, der weiter weg ist. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.